So, jetzt hier bei der Endstory. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Der Turm wurde gerade zerstört, also bei der letzten Folge. Und wir schauen jetzt mal, wie es hier jetzt weitergeht. Der Vogel, Elisabeth! Ich kann ihn nicht halten! Er kommt! Nein, er kommt nicht. Leute, wo sind wir denn jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Ist ja gut. Ich bin hier. Lass los. Oh mein Gott. Gut so. Gut. Stirbt. Elizabeth. Es tut mir leid. Das sieht jetzt irgendwie aus wie Rapture. Das ist Rapture. Was ist das hier? Elizabeth? Das ist Rapture City. Einer von vielen. Hier lang. Leute, das ist Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was ist hier oben? Ich bin Automat stehen. Sagte. So, hier steht doch ein Automat. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Krasse Sache. Hier steht ein Automat, wie es sein sollte. Das ist Rapture City im Arsch. Wie geil ist das denn? Hierher, Booker. Komme. Ahnung, wahrscheinlich, ne? Bitte noch hier runter. Hier sind wir richtig. Das ist krass. Wieso? Was ist denn los? Ja, genau, hier kommt man raus, wenn man Ballerschaft spielt. Durchgang. Ich muss es dir zeigen. Genau hier, ja, genau. Rapture City. Krass. Ist jetzt nochmal hier auch? Irgendwo gleich ein Radio noch an der Wand hängen, oder? Das werde ich vermutlich bereuen. Das haben sie weggelassen. Okay, genau. Es geht jetzt vor uns mit runter. Krass. Das ist Rapture City. Eine Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Ja, das habe ich im Bioshock auch gesagt. Dunkler. Das sind wir da ist. Ich wusste. Sieh dir das an. Ich wusste auch, den fucking Turm kenne ich. Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott. Ich wusste doch, den fucking Turm kenne ich. Die Sterne? Ich wusste es doch. Was der Turm, das wieder ist, wo wir letztes Mal auch wegflossen. Also noch komm. Unten gegangen sind bei komm, Bioshock 1. Hier lang. Ich wusste es. Komm! Ich wusste es doch. Genau, ich stehe mal wieder hier vor dem scheiß Turm. Mach auf, die Fickst Bude. Du sie aus? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn also wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Eigentlich müsste ich jetzt, ne? Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her? Er war schon immer da, ich konnte ihn nur nicht sehen. Hä. Geil. Darf ich beginne jetzt Bioshock nochmal, oder was? Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Hä? Wie bitte jetzt? Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... irgendwas hoch. Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Okay. Und alle ähnlich. Konstante und variabel. So hoch was? Kommt, das ist ja da fett. Ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich... Mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante. Das ist ja crazy, ja. Ey. Okay, mach mal auf die Tür hier. Jetzt? Wo komme ich jetzt raus? Da.
Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich recht? Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Crazy. It seems very crazy. Alter. Das ist ja verrückte Scheiße hier. Da vorne laufen wir. Jetzt will da rein, wa? Okay, und jetzt da rein? Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Was ist denn da oben? Muss deine Hand nehmen. Na dann. Werde ich sie mal nehmen. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Ja. Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus! Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Wie, der war hier? Mann, das sieht schon geil aus, ey. Boah, die Grafikleute, die Leute, die das designt haben, Hammer. Die wissen echt, wie es geht, ey, und jetzt? Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja, Mädchen gegen Schulden. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wird das denn jetzt? Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Ernsthaft jetzt? Und jetzt? Huch! Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld! Da war kein Baby! Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen! Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Boah, krass. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Hä?
Geht das Spiel zum Vorn los oder was ist los hier? Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht. Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Okay. Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ich steig aus. Gebt sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen. Komm! Mir ist eben einfach nicht wohl dabei. Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein. Nein! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Alter, ich krieg grad fucking Gänsehaut. Anna. Elisabeth ist Anna. Oh, Gänsehaut. Nein. Es kribbelt hier. Ah, wenn ihr das erzählen könntet. Es tut mir so leid. Wow. Fuck, so leid, ey. Anna. Was ist das? Verzeih mir. Alter, mich kribbelt zum ganzen Körper jetzt. Ach du heilige Scheiße. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Gott. Als Körper kribbelt. Du warst 20 Jahre in diesem Raum. Und hast bereut. Gott. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Boah. Bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Ich hätte nie. Verstehe ich nicht. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Das ist einfach nur fucking crazy, ey. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns. Bringen Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tilgen Sie. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Was geht denn jetzt hier Booker, ab? Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ja. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Es ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Alter. Ernsthaft jetzt? Aber jetzt bin ich schon wieder hier. Willst du mich verarschen? Das ist ja fucking crazy, ey. Komm mal rein da. Booker. Bist du sicher, dass du das willst? Ja. Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt. Bist du bereit Was für die das? Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles wahr zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide.
Alter. Jetzt gibt mir mal den Arsch auf Grundeis. Halleluja. Da verschwinden sie, die ganzen anderen Lisbeths. Und ich werde nicht wiedergeboren. Krass. Jetzt? War es das jetzt? Tatsächlich. Boah, Leute, das war ein krasses, phänomenales Ende, ey. Wow. Ja, ich bedanke mich, was ihr bei der Let's Play-Reihe geschaut habt. Und ja, sind jetzt endlich beim Ende angekommen. Es war sehr geil, das Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, fand ich gut, vor allem nochmal in Rapture anzukommen. Richtig fett geil. Ja, dann wünsche ich viel Spaß in meinen anderen Let's Plays noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiederhören. Mhm.